Hallo ihr Lieben, dieses Video heißt Bildung durch Demokratie. Ursprünglich sollte es heißen Bildung versus Demokratie oder Antike versus Moderne, zwei verschiedene Konzepte von einer Sache, nämlich der Aristokratisierung des Demos, also der Veradeligung breiterer Teile der Bevölkerung. Und hier kann man konstatieren, dass Moderne und Antike auf zwei völlig verschiedene Konzepte gesetzt haben, um breiteren Teilen der Bevölkerung eine Beteiligung an der Gesellschaft, an der Gestaltung der Gesellschaft zu ermöglichen. Und die Kurzversion lautet, die Antike hat das durch Demokratisierung geleistet, die Moderne ist darauf verfallen, das durch Bildung erreichen zu wollen. Wir hatten ja in mehreren westlichen Ländern im 20. Jahrhundert, in den 60er und 70er Jahren, die sogenannte Bildungsoffensive, die letztlich darin bestand, die Universitäten für größere Teile der Bevölkerung zu öffnen. Ich bin ein Kind dieser Entwicklung, weil meine Mutter hat das Gymi abgebrochen, mein Vater hat sein Studium abgebrochen, also beide haben kein abgeschlossenes Studium. Ich bin der Erste in dieser Reihe, der ein abgeschlossenes Studium hat und habe dann auch noch an einem humanistischen Gymnasium rein zufällig hingelangt, weil ich Dinosaurier mochte und dann deswegen, weil Dinosauriernamen auf Latein sind, habe ich dann Latein gewählt und so bin ich auf ein humanistisches Gymnasium gekommen, wo eben die Bildungs-irgendwas-Klasse Augsburgs damals war. Eins von zwei sehr, sehr alttraditionellen humanistischen Gymnasien, habe dann also Latein gehabt und später habe ich auch noch Altgriechisch gelernt und Philosophie studiert und den ganzen Mist. Kurz gesagt, also ich bin ein Kind dieser Entwicklung und jetzt erscheint es mir eben so, dass wir letztlich anerkennen müssen, dass Bildung an sich immer schon ein sehr, sehr aristokratisches Konzept war. Und das sieht man auch an der Antike eindeutig. Und das liegt schlicht daran, dass eben Menschen, die also traditionell schon über Erbvermögen, also die aus reichen Familien kommen, ganz andere Ressourcen haben. Und klassischerweise denkt die Antike das so, dass zur Bildung eben auch die sogenannte Muße gehört. Das heißt letztlich die Freizeit, die Zeit, die frei ist von harter körperlicher Arbeit. Oder andere Arbeit, also von Dienst an anderen, wo man ganz für sich sein kann und nicht für andere ist. In der Arbeit ist man immer für andere, das ist für den Philosophen völlig klar. Also im Gegensatz des Für-sich-Seins und des Für-andere-Seins ist das Arbeiten, gerade die Erwerbsarbeit, aber auch andere Arbeit, ein Für-andere-Sein. Und in der Bildung ist man ganz für sich. Und deswegen war in diesem aristokratischen Freiheitsideal die Bildung immer hoch angesehen, aber die Arbeit nicht. Und auf dieser Tradition sitzen wir. Und natürlich haben wir den Arbeitsethos und tralala in der Moderne entwickelt. Und man kann auch sehen, dass auch innerhalb unserer heutigen aristokratischen Klasse es so eine Ambivalenz gibt und die hat zwei Wurzeln meines Erachtens. Das eine ist so der erfolgreiche Unternehmer, der dann auch vielleicht noch Studienabbrecher ist, also der es geschafft hat ohne Studium, ja, also viel Geld zu verdienen, der Erfolgreiche, der Mann der Tat, das ist so eines der Ideale. Und da gibt es eben auch eine große Bildungsambivalenz oder Bildungsverachtung auch innerhalb der Aristokratie selber. Und das zweite ist aber wahrscheinlich einfach deswegen, also hat was damit zu tun, dass man eben diese Form von Bildung für breitere Massen geöffnet hat und jetzt gibt es halt Absetzungsbewegungen, weil die Aristokratie muss sich ja immer absetzen und wenn also mehr Leute sozusagen Zugang bekommen zu Gymnasien, zu Studium, dann macht die Aristokratie, was sie immer macht, sie nutzt ihre mehr an Ressourcen, um sich nochmal abzusetzen. Und dieses mehr an Ressourcen ist ihr auch gar nicht zu nehmen. Das heißt, diese Absetzungsbewegung gelingt auch immer. Ja? Also man schickt dann sein Kind einfach auf andere Schulen, auf Schulen, auf die Leute aus der Unterschicht und unteren Mittelschicht gar nicht gehen können, da kommen die gar nicht hin. Das ist eine Sache, die sieht man in den USA sehr stark, aber ich finde, man sieht sie auch in Deutschland, ja? Trotz aller Bemühungen, das auszugleichen. Der Witz ist, dass die Antike, die ursprünglich auch so aufgestellt war, all diese Vorurteile kommen überhaupt aus der griechischen Antike. Also wenn man das Zeug studiert hat, bescheuerterweise wie ich habe, dann ist einem völlig klar, dass dieses Bildungsideal, das auch schon bei den Griechen voll zu finden ist und vor allem bei den Aristokraten zu finden ist, und die anderen hatten gar keinen Zugang dazu, die hatten keine Zeit, die mussten arbeiten, ja, die hatten keine Zeit, das zu machen, dass man in der Antike dann mit der Zeit darauf verfallen ist, die Beteiligung breiterer Bevölkerungsschichten nicht über Bildung zu spielen, weil das nicht funktioniert hätte. Stattdessen hat man auf Demokratisierung gesetzt. Und man hat also sozusagen, was das heute Undenkbare getan, man hat ungebildete Leute, vermeintlich ungebildete Leute, ich habe ja für mich persönlich einen anderen Bildungsbegriff, der eher von Hegel herkommt, der sehr viel demokratischer ist, der nämlich sagt, jeder Mensch ist gebildet, nur auf verschiedene Weise, es gibt keine ungebildeten Menschen, das ist meine ehrliche Meinung. Ja, was wir als Unbildung bezeichnen, ist selber sehr imponiert und sehr aristokratisch, was wir da als Unbildung bezeichnen, weil die Leute sind gebildet, alle, und zwar durch das Leben selbst. Aber wenn man diesen aristokratischen Bildungsbegriff hat, wenn man dieses aristokratische
Bild vom Menschen und von der Gesellschaft und vom Zusammenleben hat, dann ist es eben so, dass Demokratie darin besteht, dass man die Regierung öffnet für Ungebildete. Und das hat die Antike getan, obwohl sie unglaublich aristokratisch selber war von ihrem Mindset. Ja, alle Schriften, die wir haben aus der Antike, sind von Aristokraten verfasst. Die anderen hatten gar keine Gelegenheit zu schreiben. Ja, so. Und hatten keine Zeit dafür und keinen Nerv dafür. Also kurz gesagt, sehen wir in der Antike und Moderne zwei völlig verschiedene Modelle, um weitere Teile an Beteiligung an der Gesellschaft zu erreichen. Wir haben es versucht über Bildung, und da kann man jetzt rückblicken, nachdem wir viel probiert haben, sagen, das funktioniert nicht. A, wirst du immer nur Teile der Bevölkerung erreichen, auch wenn du die Universitäten und die Gymnasien öffnest, und es wird auch immer viel gesagt, die Akademisierungsquote ist viel zu niedrig. Ich habe das persönlich gefressen. Ich finde, die Akademisierungsquote ist zu hoch, aber was gleichzeitig zu niedrig ist, ist die Beteiligung von Nicht-Akademikern an der Regierung. Ja, wir haben, wenn die Zahl stimmt, ich habe es jetzt wieder vergessen, ich glaube, ich habe es verdrängt. Also für den alten Bundestag waren es 82% Akademiker. Ich glaube, es sind jetzt noch mal mehr geworden. Also die Akademikerquote im Bundestag ist auf jeden Fall viel, viel, viel zu hoch. Wenn man dann auf Menschen in Ministerämtern oder Bürgermeisterämtern schaut, dann wird es, glaube ich, noch mal schlimmer. Also was die Repräsentanz von Nicht-Akademikern im System angeht. Und so kann man sagen, trotz aller Ambivalenzen, die heute auch die Oberschicht gegenüber dem Bildungsbegriff selber hat, gerade weil man den Bildungsbegriff geöffnet hat für weitere Teile der Bevölkerung und dann eben zum Beispiel eben ein Unternehmertum idealisiert wird, ja, aber wenn man da näher hinschaut, das hat keinen Bestand. Also es gibt auch in der Oberschicht eine gewisse Verachtung für Neureiche, die also sehr reich sind durch Unternehmertum oder durch Glück oder Spekulation sehr reich geworden sind. Und ungebildet sind. Nach einer Zeit, spätestens wenn das in die zweite, dritte Generation vererbt wird, fangen auch diese Leute an, ihre Kinder auf höhere Schulen zu schicken und sie zu bilden. Und damit wird das alte Bildungsdünkel, das aus der Antike kommt, ja, wird das alte Bildungsdünkel wieder weitergegeben. Das ist sehr systemstabil. Das wird also einfach, erhält sich selbst, dass man auf Leute herabsieht, die zwar reich sind, aber offensichtlich nicht diese klassische Bildung genossen haben. Ja. Und ich kann auch umgekehrt, ich meine, ich bin wirklich scheißarm immer gewesen und will das auch sein. Also ich habe kein Interesse an Geld. Ich habe Interesse an gewisser Selbsterhaltung und dass meine Familie nicht leidet, nicht zu sehr unter mir leiden muss. Das Interesse habe ich schon, aber ich habe kein Interesse an Vermögensvermehrung. Also ich habe diese Bildungsressourcen und bin natürlich privilegiert, weil ich ein Studium habe und noch dazu, weil ich ein Mann bin und weil ich in Deutschland lebe. Also ich habe 1000 Privilegien, ohne Frage, aber ich habe nicht viel Geld. Und ich erlebe selber in meinem Leben, also wie mein Leben verläuft, dass ich darüber, dass ich Zugang zu dieser Bildung habe und so daherquatschen kann und irgendwie Altgriechisch kann und Latein kann und so tun kann, als hätte ich Ahnung, ja, indem ich das erfolgreich vortäuschen kann, dass ich bei Leuten aus der Oberschicht relativ gut ankomme. Also ich kann mit denen reden und die nehmen mich ernst. Ja. Und also man sieht daran, ich bin niemand. Ja. Also ich bin so Münchner Vorstadtkind mit Migrationshintergrund, ja, so. Und kann halt labern, mittlerweile. Früher war ich sehr schüchtern, da konnte ich das überhaupt nicht. Also das alles, was ich hier tue, ist in meinem Leben eine Errungenschaft. Ich bin der Typ, zu dem die Lehrer immer gesagt haben, mach doch mal mehr den Mund auf, so beteilige dich mal mehr. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Aber so war ich wirklich, war wirklich sehr introvertiert und sehr schüchtern. Aber ich bin nicht gut damit gefahren und dann hat sich das halt verändert. Das nur am Rande. Ich will nur sagen, ich erlebe das selber, wie sehr dieses Bildungsideal mir zu Pass kommt, was die Oberschicht hat. Dadurch habe ich Zugang zu Menschen, zu denen ich sicher sonst keinen Zugang hätte, eben über mein komisches Philosophiestudium. Man sieht, es hat Bedeutung für die Oberschicht, auch trotz aller Brüche. Ich halte das aber insgesamt für eine Fehlentwicklung, weil, und das ist der eigentliche Punkt, Demokratisierung, also Beteiligung aller an Politik, an wirklicher Regierungsverantwortung, Beteiligung an Verantwortung fürs Allgemeine, ist selbst ein Bildungsprozess. Und es ist ganz entscheidend für Demokratie, dass man dort keine Hürden aufbaut. Also dass wir nicht sagen, erst musst du einen Bildungsprozess durchlaufen haben, so wie wir es derzeit tun, das sieht man daran, wer im Bundestag sitzt. Erst brauchst du eine akademische Ausbildung, erst brauchst du einen Abschluss, am besten noch einen Doktortitel und dann darfst du mitreden. Ja? Dass wir nicht dieses Modell fahren, das ist das antidemokratische, aristokratische Modell an sich. Ja? Also Demokratie besteht darin, dass wir keine Hürde bauen bei der Regierungsbeteiligung und dass wir darauf vertrauen, dass das in Verantwortung gehen, mitmachen, mitreden, mitsprechen, mithören, mitberaten und mitverantworten der Entscheidungen über das Wichtigste, was es gibt, über eben Politik, über gesellschaftliche Entscheidungen, wo wir die Stellschrauben, wohin die gemeinsame Reise geht, wo wir die treffen, wo wir die in die Richtung ziehen, weiterentwickeln. Dort, wo das passiert, dass dort alle teilnehmen und durch diese Teilnahme an der Politik eine eigene Form von
Bildungsprozess passiert und wir sehen, dass das real ist. Wir sehen das auf gelosten Bürgerversammlungen, dass die Leute sich verändern in diesem Prozess der Teilnahme und zwar alle, sowohl die vermeintlich Ungebildeten als auch die vermeintlich Gebildeten. Beide verändern sich. Und daran sieht man, dass die Politik selbst ein Bildungsprozess ist, genau wie das auch Hegel denkt. Also wenn man die Rechtsphilosophie gelesen hat, dann klingeln da so ein paar Sachen im Hinterkopf, wo Hegel das andeutet mindestens. Man sieht, dass das die Teilnahme, die aktive Teilnahme an Politik ein Bildungsprozess eigener Art ist, der eben genau deswegen, weil er ein Bildungsprozess eigener Art ist, keine Hürden haben darf. Und unsere Gesellschaft hat sich aber entschieden, da massive Hürden aufzubauen, sodass du sozusagen, wenn du nicht Akademiker bist, kaum Chancen hast, überhaupt an Politik teilzunehmen. Ja, ich weiß, es gibt immer Ausnahmen, aber das ist überall so und die werden dann immer vorgezeigt, aber das ist Schwachsinn. Ja, also das kann sich nie ausbreiten. Niemals kann sich das ausbreiten. Das ganze Modell ist völlig verkorkst, zu denken, wir machen jetzt, öffnen die Universitäten und dadurch würde irgendwas besser. Ja, das kommt nur zu diesen Absetzbewegungen und Brüchen. Umso stärker werden dann Leute schlecht behandelt, die dann dort nicht mitgehen. Und Entschuldigung, die Mehrheit der Bevölkerung hat keinen akademischen Abschluss. Ja, nach wie vor ist das so und das wird sich auch nie wahnsinnig groß ändern. Wir werden nie in einer Gesellschaft leben, zumindest sehe ich das nicht, wo auch nur nennenswert 60, 70, 80% auf dem Gymi waren oder Ähnlichem und so. Wir werden immer diese Brüche haben. Und klar spielt das dreigliedrige Schulsystem auch eine riesige Rolle, aber wir sehen ja an anderen Ländern, die andere Modelle haben, dass es trotzdem diese Absetzbewegungen gibt. Ja. Also Leute mit Ressourcen, Leute, die Vermögen haben, die Erbvermögen haben, werden immer sich vom Rest der Bevölkerung absetzen. Das ist ganz natürlich und normal. Und die Demokratie macht ihren Frieden damit. Sie versucht das nicht zu verhindern oder aufzuhalten, sondern sagt, das ist so, das ist wie ein naturaler Prozess. Wie eine Naturgewalt ist das. Das können wir gar nicht ändern. Sich dagegen zu stemmen, ist sinnlos. Was wir aber stattdessen machen können, wir können künstlich einen zweiten Raum erzeugen, den Raum der Politik, wie die Antike das gemacht hat. Und in diesem Raum sind alle gleichwertig. An diesem Raum nehmen alle gleich viel teil. Niemand nimmt mehr teil als ein anderer, niemand nimmt weniger teil als ein anderer und das stellen wir sicher über das Losverfahren. Ja? Das ist das die Idee der Demokratie, dass man auf diese Unterschiede, diese aristokratisch, nicht aristokratischen Vermögen, nicht Vermögen Unterschiede, die dann meistens eben weitergegeben werden in die nächste Generation, ja, die sich vererben, dass man darauf reagiert, dass man ein zweites System schafft, das System der Politik. In dem System sind alle gleichwertig und dadurch wird das andere System, das im Privaten oder die anderen Systeme, die im Privaten sind, ein Stück weit ausgeglichen und erträglich gemacht. Das heißt, du musst nicht reich werden, um was zu sagen zu haben. Du musst kein Vermögen haben, um was zu sagen zu haben. Du musst kein Studium haben, um was zu sagen zu haben. Das ist die Idee der Demokratie und das hat die Moderne nie adaptiert, das hat die Moderne nie verstanden. Stattdessen hat sie auf Bildungsoffensive gesetzt und ich als ein Profiteur dieser Bildungsoffensive kann sagen, ich bin der Meinung, das war ein großer Irrtum. Ja. Und auch alle möglichen Berufe akademisieren zu wollen, um ihn, ist ein Irrweg. Das kann nirgendwo hinführen. Also wenn man systemisch etwas weiterdenkt und sich fragt, zu welchen Systemzuständen führt das denn dann? Ja, dann sieht das nicht so aus, dass man sagt, oh super, ja, da werden die Dinge besser. Gar nicht. Durch Demokratisierung werden die Dinge besser. Dass man also sozusagen den Menschen, die in der derzeitigen Ordnung strukturell nichts zu sagen haben, die keine Macht haben über Prozesse, die keine Macht haben über Policies, die keine Macht haben über Gesetze, die keine Macht haben, um sozusagen ihrer Sicht der Dinge Gehör zu verschaffen, dass man diesen Menschen einfach Macht schenkt. Und dadurch wird der Kampf um Macht, der sonst in der Polis überhand nimmt, ein Stück weit zurückgedrängt, weil niemand muss jetzt mehr kämpfen, um was zu sagen zu haben. Niemand muss es sich verdienen, etwas zu sagen zu haben, sondern man hat das einfach. Es wird einem geschenkt von der Gesellschaft, aber es wird von der Gesellschaft auch erwartet. Das spiegelt sich dann eben im altgriechischen Begriff des Idioten. Der Begriff des Idioten bedeutet eben jemand, der in einer Gesellschaft, die auf diese Weise durch Demokratie politisiert wird, in dem es normal ist, an der Politik teilzunehmen, für jeden Bürger, der dann sich weigert, teilzunehmen. Der also sozusagen aus privater Willkür reine Privatperson bleiben will und keine politische Person werden will. Das ist im antiken griechischen Sinne der Idiot. Ja. Heute gibt es in diesem Sinne deswegen keine Idioten, weil es diese allgemeine Politisierung nicht gibt. Also der Begriff der Idiotie setzt diese allgemeine Politisierung voraus, die wir aber gar nicht haben. Und insofern gibt es heute keine Idioten. Idioten kann es erst dann geben, wenn wir diese allgemeine Politisierung haben und wenn wir eben begreifen, dass Demokratisierung oder Bildung durch Politik der sehr viel bessere Weg ist, als eben akademische Bildung. Und dann darfst du, wenn du eine akademische Bildung hast, auch in der Gesellschaft den Mund aufmachen und hast eine Chance in politische Ämter oder in andere
andere Positionen zu kommen, wo du die Gesellschaft beeinflussen kannst. Das ist einfach ein ganz, ganz dummes Modell, was die Moderne sich da überlegt hat. Und dass dieses Modell fahren wir aber, und jeder neue Bundestag, der gewählt ist, zeigt es aufs Neue. Das größte Gap, die größte Repräsentationslücke, die wir haben, ist nicht bei Frauen. Dort ist sie auch gewaltig und das hat auch strukturelle Gründe. Das ist auch sehr schlimm. Aber noch größer ist die Repräsentationslücke, was die Unterschicht angeht, was Menschen ohne Schulabschluss angeht, was Menschen mit Mittelschulabschluss angeht. Also kurz gesagt, wen wir ausgrenzen, sind die, aus aristokratischer Sicht nur gesprochen, Ungebildeten. Und da so könnte man fast sagen, noch größer ist der Gegensatz zwischen Vermögenden und Unvermögenden, ist der Gegensatz zwischen vermeintlich akademisch Gebildeten und vermeintlich akademisch Ungebildeten. Das ist sozusagen der fast noch schärfere Klassengegensatz unserer heutigen Zeit. Also kurz gesagt, meine These ist, die Aristokraten unserer Tage sind die Akademiker. Ja. Wir haben einen Geistesaristokratismus geschaffen, der sehr sich stark anlehnt an platonischen Ideen, und Platon war ein erklärter Antidemokrat. Ja. Und das geht bis in den Namen hinein. Der Name Akademie stammt von Platons Akademie. Das ist ein Zufall und es hat was damit zu tun, dass Platon eben ganz bewusst seine Schule, seine philosophische Schule, die Akademie, als Statement vor den Toren Athens, des demokratischen Athens, hingebaut hat oder verlagert hat. Als Statement, wir stehen außerhalb der Polis, wir stehen über der Polis. Ja. Es war ein sich erheben über die Allgemeinschaft im Rückgriff auf eine göttliche Schau und Tralala, also auf eine Theologie, also eigentlich fast eine Theokratie, die zu diesem Bildungsbegriff geführt hat, den wir heute kennen. Vorher gab es das bei den Griechen auch schon, vor der Demokratisierung, dass eben also sozusagen die Aristokraten gebildeter waren, ja, und ein Bildungsideal hatten, an sich zu arbeiten, den Körper zu formen, den Geist zu formen, dann später im Lateinischen mens sana in corpore sano und so. Dieses Ganze, so den am Menschen arbeiten, setzt wahnsinnig viel Zeit voraus. Zeit, die meisten Menschen nicht haben, weil sie Verpflichtungen haben, weil sie sich um andere Menschen kümmern müssen, weil sie sich überhaupt um ihr Auskommen kümmern müssen. Also diese Bildungsideale sind immer nur erfüllbar, wenn du schon auf wahnsinnig viel Ressourcen setzt, und das wird sich auch nie ändern. Das war in der Antike so, das ist heute so. Deswegen ist die Ausweitung der Bildung in einem klassischen Sinne, wie wir es kennen, eine ganz, ganz dumme Idee, die nie funktionieren wird. Was aber funktionieren kann, ist Demokratisierung. Das heißt, wir führen geloste Bürgerversammlungen verfassungsmäßig ein. Wir schaffen eine Gesellschaft, wo es normal ist, ein politisches Leben zu haben, und zwar für jeden erwachsenen Menschen, unangesehen seiner privaten Eigenschaften und auch unangesehen seiner privaten Eigenschaft, welche Schulbildung er zufällig genossen hat oder nicht genossen hat, welche Abschlüsse er hat oder nicht hat. Das muss uns in der Politik egal sein. In der Politik brauchen wir absolute Gleichrangigkeit. Das ist die Idee der Demokratie. Wir bleiben hübsch verschieden im Privaten und haben trotzdem in der Politik gleich viel zu sagen. Und solange wir das nicht machen, werden wir riesige Probleme in der Gesellschaft weiterhin haben, genau die Probleme, die wir derzeit haben. Das generiert das System von alleine, das wir bejahen und das sehr stark dann versucht, über Bildung das auszugleichen, was aber niemals im Leben funktionieren kann, aus strukturellen, aus systemischen Gründen meines Erachtens. So, bevor es noch wirrer wird, mache ich jetzt hier einen Punkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und verbleibe wie immer mit Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.